Den Traum vom Lottogewinn hat doch irgendwie jeder im Kopf. Erst recht, wenn, wie jetzt, über 60 Millionen im Euro-Jackpot sind. Wer Lotto spielt, versucht dem Glück auf die Sprünge zu helfen. Wie sieht das im Alltag aus? Glauben die Deutschen an Glücksrituale? Ich fasse gerne einen Schornsteinfeger an, wenn ich ihn sehe. Ich würde mir auf jeden Fall irgendwie eine Centmünze ins Portemonnaie tun, zu dem Lottoschein dazu. Dann will ich meine Glückssocken anziehen. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Klopft dreimal auf den Tisch. Und dann kann das große Glück nur kommen. Einen Glückscent im Portemonnaie haben oder auf Holz klopfen. Diese typischen Glücksrituale sind zwar die bekanntesten. Gibt es denn daneben auch besonders ungewöhnliche Rituale? Die Gesellschaft für Konsumforschung und Eurojackpot haben die Glücksrituale der Deutschen jetzt in einer Studie genauer untersucht. Hier die Top 5 der kuriosesten Glücksbringer. Platz 5. Ein schönes Stück Kuchen essen. Ob das wirklich Glück bringt oder nur mehr Kalorien, ist nicht bekannt. Platz 4. Unter der Dusche ein ganz bestimmtes Duschgel zu benutzen, soll offensichtlich das Pech wegwaschen. Platz 3. Eine Katze streicheln hilft angeblich auch. Platz 2. Mit Biss zum Glück. Ein Fischzahn soll für einige Wunder wirken. Und Platz 1. Komplette Entsagung zum anderen Geschlecht. Ein besonders hartes Ritual. Unsere Umfrage hat ergeben, dass mehr als 40% aller Deutschen an Glücksrituale glauben. Und da gibt es allerdings auch große regionale Unterschiede. Während im Süden, also in Bayern, fast nichts ohne religiöse Rituale, zum Beispiel Heiligenbilder und ähnliches geht, ist man in Norddeutschland doch etwas trockener. Da reicht oftmals das gesagte Toi, toi, toi. Und noch eine Entdeckung der Studie ist spannend. Offensichtlich helfen Frauen mit Glücksritualen ihrem Glück deutlich mehr auf die Sprünge als Männer. Jede zweite Frau glaubt an Glücksrituale, bei den Männern hingegen sind es gerade mal 30%. Aber egal, ob aus dem Süden oder dem Norden Deutschlands, wenn es mit dem Glück klappt, dann hat man doch alles richtig gemacht. Mit welchem Ritual auch immer.